Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial und wir wollen uns in diesem Tutorial einmal mit einem neuen Verfahren beschäftigen zur Lösung von Differentialgleichungen zweiter Ordnung, nämlich der sogenannten Reduktion der Ordnung. Die Idee ist es, aus der Differentialgleichung zweiter Ordnung eine Differentialgleichung erster Ordnung zu machen. Und damit hat man nur noch eine Ableitung drin. Man muss also nur noch eine Differentialgleichung erster Ordnung lösen, was unter Umständen ein bisschen leichter ist. Ich werde da gleich noch etwas zu sagen. Wir werden erst jetzt einmal das Verfahren vorstellen. Das Verfahren geht folgendermaßen. Wir haben also eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, bei der y2' von x eine Funktion von y von x ist. Und hier sieht man schon, dass dieses Verfahren der Reduktion der Ordnung nur bei einer ganz speziellen Form von Differentialgleichungen zweiter Ordnung möglich ist. Und eine dieser wichtigsten Formen, die wir hier behandeln wollen, ist y2' von x gleich f von y von x. Nur auf diese Form beschränken wir uns hier bei diesem Video und bei dem Beispiel im nächsten Video. Ja, wie geht man jetzt daran? Also wenn man diese Differentialgleichung hat, man multipliziert zunächst mal mit y' von x, also mit der ersten Ableitung, sodass man erhält y2' von x mal y' von x gleich f von y von x mal y' von x. Jetzt sieht es zunächst so aus, als wäre diese Differentialgleichung dadurch komplizierter geworden, weil man hatte ja hier nur die zweite Ableitung drin und die Ausgangsfunktion und jetzt hat man zusätzlich noch die erste Ableitung drin. Aber der Vorteil dieser Multiplikation liegt deshalb auf der Hand, weil man jetzt hier einfach integrieren kann, weil man jetzt Stammfunktionen hier sehen kann. Und zwar auf der linken Seite, wenn wir jetzt hier diese ganze Gleichung hier mal integrieren, erhalten wir auf der linken Seite als Stammfunktion ein halb y' von x zum Quadrat. Wir können das einfach mal ableiten nach der Kettenregel, dann kommt daraus 2 mal ein halb y' von x mal die Ableitung von y' von x, also y2' von x und dann 2 mal ein halb ist 1 und dann steht hier wieder y' von x mal y2' von x. Auf der rechten Seite schreiben wir einfach mal das Integral f von y von x, y' von x dx mal hin. So. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass Groß F eine Stammfunktion von Klein F ist, dass also Groß F' gleich F ist. Dann erkennt man hier tatsächlich die Kettenregel Groß F von Y von X. Die Ableitung von Groß F von Y von X ist nämlich die äußere Ableitung Groß F' von Y von X, also F von Y von X, mal die innere Ableitung Y' von X. Das bedeutet also, man kann dieses Integral hier dann lösen mit Hilfe der Substitution und man erhält Groß F von Y von X plus irgendeine Konstante C0. Und jetzt haben wir hier eine Differentialgleichung mit Y' und Y, also eine Differentialgleichung erster Ordnung erhalten. Und wir lösen das noch nach Y' auf, indem wir mit 2 multiplizieren und die Wurzel ziehen. Dann ist y' von x gleich plus minus Wurzel aus 2 mal Groß f von y von x plus eine Konstante c, wobei c hier in diesem Fall 2 mal c0 ist. Wir haben ja hier mit 2 multipliziert. Ja, was muss man jetzt tun? Zunächst mal muss man natürlich das Vorzeichen geeignet wählen. Das Vorzeichen kann man meistens mit Hilfe der Anfangsbedingungen, wenn man eine Anfangsbedingung hat, geschickt wählen und eine Entscheidung treffen, welches Vorzeichen man denn hier haben möchte. Man kriegt dann eine partikuläre Lösung nach der entsprechenden Anfangsbedingung. Und das zweite ist, das habe ich hier mal mit einem Warnsignal versehen, die Differentialgleichung erster Ordnung lösen. Also in der Regel gelingt das nur, wenn man eine besondere Form hier von Groß F hat. Das hängt also ein bisschen von der Darstellung von Groß F ab, also von dieser Stammfunktion, ob man diese Differentialgleichung lösen kann. Und dann würde man sie in der Regel mit dem Verfahren der Separation der Variablen lösen. Weil wir können ja y' von x wieder schreiben als dy nach dx. Und dann kann man wieder die Variablen hier separieren, so wie wir das bei den entsprechenden Videos auch gelernt haben, zum Verfahren der Separation der Variablen bei Differentialgleichungen erster Ordnung. In Ausnahmefällen wird dann eine Lösung gelingen und wir werden im nächsten Video ein Beispiel zeigen, wie so etwas aussehen kann.